Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Mystery Dungeon. Erkundungsteam Himmel Reloaded. Ihr werdet sehen, ich habe sehr viel seit der letzten Folge verbessert. Der Sound, das merkt man bestimmt jetzt schon, ist deutlich besser. Und es dürfte eigentlich auch weniger laggen tatsächlich. Den Sound für mich selber mal ein klein bisschen hören, dann ist es besser. Ja. Ich bin im Moment an der Stelle, ich überlege auch, ob ich vielleicht sogar, das müsste ich halt mal ausprobieren, ob wenn ich meinen Spielstand lösche, aber dann hier den Save noch behalte. Ansonsten würde ich vielleicht die erste Folge nochmal drehen, das habe ich bei Undertale auch schon geplant und nicht gemacht. Naja, aber so schlimm war es jetzt nicht. Ich würde aber sagen, wir machen auf jeden Fall jetzt weiter, ab sofort auch mit guter Qualität in diesem Projekt. Also, nochmal kurz um die letzte Folge zusammenzufassen. Sie bestand hauptsächlich aus der Wahl meines eigenen Pokémons, einem Shinux und dem Chillast Fragezeichen, man. Wir haben kurz eine Szene gesehen mit einem Sturm. Ein jemand. Er gesagt, offensichtlich waren es zwei Personen, waren in diesem Sturm und eine Person wurde ab. Mann, ich will das gerade nicht so sagen, sonst hört sich das komisch an, wenn ich sage, die wurde abgetrieben oder auf jeden Fall weg. Irgendwo weg. Die Person scheint mein Shinux zu sein. Da das eigentlich ein Mensch, aber dieses Shinux, das ich bin. Er gesagt, nicht ich, es heißt nicht Günther, weil ich das nicht wollte, lag hier am Strand, wo es auch auf Fragezeichen Man, der versucht hat, in ein Gebäude, über das ich jetzt mal noch nicht so viel erzähle, er hat versucht da reinzugehen, sich aber letztendlich nicht getraut, obwohl er einen Stein dabei hatte mit einem seltsamen Muster, was sein Schatz ist. Dann ist er hier an den Strand gegangen, an dem gerade Sonnenuntergang ist und die gerade die Luftblasen in die Luft pusten und hat dann eben das Shinux gefunden. Da durfte ich mir erstmal meinen tollen Namen aussuchen. Hey, ich bin der Schmünter, ich komme aus der Dönerbude. Ja, und dann sind ein Smogon und ein Zubat aufgetaucht, richtige Keks. Und ja, die haben den Stein geklaut und jetzt soll ich Fragezeichen mal helfen, das Ding zurückzuholen? Ja, nein, oder was soll ich machen? Wir haben keine Zeit zu verlieren, komm schon. Nein. Mein Schatz. Bitte verschwinden. Bitte. Ich erinnere mich nicht. Ja, es mag schwierig sein, aber bitte beeil dich. Es kommt nicht darauf an, ob du dich erinnerst. Du kannst doch trotzdem helfen, bitte. Also, ich war ein Mensch. Mensch, Gespenst, das tut jetzt nichts zur Sache. Du kannst mir helfen, bitte. Okay, diesmal habe ich es, glaube ich, sehr weit getrieben. Ich kann nur noch Ja auswählen. Okay. Wie überrascht er tut, finde ich. Du hilfst mir wirklich. Danke, schnell gehen wir. Ja, gut. Die Strandhöhle, U1. Begib dich zur Treppe, greife gegen euch drücken von A. Sicher, ich benutze einen Emulator. Gegner agieren nicht, bevor du nicht agierst. So viel zu dem Bereich mit den Lags. Ah, so kann ich anvisieren. Wow, es klappt sogar diagonal. Es ist das Menü. Das sollte ich mir merken. P lädt den letzten Save.
Ja, man sieht den Random-Aufbau. Dann ZZ. I pausiert und die Pause auf. Alter, es leckt jetzt doch wieder, schade. Was habe ich getan? Ich kann das Programm nicht. Ah. Und wie benutze ich jetzt die fixierten Attacken? Puke ist die Währung dieser Welt. Sammle und spare Geld, um nützliche Items zu kaufen. Ja, ich weiß, wie man rennt. Muss die Zeit herausfinden, was L und R. Also jetzt. Das war der Knopf. Items. Ich versuche das aufs Spiel in Erfahrung zu bringen. Ja. Weiter. Ich muss mich halt echt erst hier dran gewöhnen. Einen Moment. Das ist eigentlich L und A. Der Stelle drehen ist okay. Das heißt, S ersetzt X. Y ist. Keine Ahnung, was genau ich machen muss. Du kannst ein Item tragen. Die Items, die du auf dem Boden findest, haben viele nützliche Effekte. Wenn du ein Item findest, öffne das Menü mit X und wähle die Option Items, um zu sehen, wie du es verwenden kannst. So. Easy, ich kann das Spiel. Mann, bin ich jetzt schon Pro. Das Mühlbeere füllt Kaffee auf. Öffne das Menü durch Drücken von X, wähle seinen Schatzbeutel aus und drück Essen. Ich muss halt rausfinden, was L. Aha. Ich safe übrigens mal.
mich da kurz Leertaste bringt, nur dass ich vorspulen kann. Das ist bei anderen Emulatoren oder anderen Konsolen zumindest hilfreich. In manchen Gegenden ist ein Feld mit einem grünen Pfeil ein Wunderfeld. Tritt drauf, Statusveränderungen werden beseitigt. U4. Ist das unklar? Du erhältst Hinweise, indem du unter X das Menü öffnest und unter anderes Dungeon-Tipps auswählst. Ich nehme die Plosivsamen nicht mit. Die sind zwar richtig bro, ja, aber, hey, nur so was. Wenn das mal nicht unser alter Freund, der Spasti ist. Gib mir mein Zeug zurück. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich da jetzt draus machen. Stein lasse ich das auf jeden Fall nicht. Im Original war es eine Playstation. Döner. Gib mir meinen Döner zurück, der bedeutet mir alles. Döner, sagst du? Das Ding ist also wirklich wertvoll, was? Ich würde sagen, das Ding könnte mehr wert sein, als wir gehofft haben. Wir sollten versuchen, es zu verkaufen. Wer weiß, vielleicht können wir sogar eine Dönerbude eröffnen. Noch ein Grund, es nicht zurückzugeben. Was? Wenn du es unbedingt zurück willst, komm und hol es dir. Cat. Yay. Erster Bosskampf gegen zwei hässliche Keks. Hui. Schmünter. Komm, schaffst du. Ich würde sagen, einfach mal. Komm, lassen. Das war nicht der Plan. Einen Moment mehr. Team? Das hat einen. Lass den Kackpanzer schützen. Oh Mann, ist halt schon blöd. Ich wollte eigentlich das Morgan angreifen, aber YOLO. Los, legen wir uns zum Sieg! Wir haben uns zum Sieg gelegt. Ich hatte hier vorhin was umgestellt, ich guck das mal. Ne, das ist sogar gut für die FPS. Wir haben uns geschlagen. Ja, ich bin ja auch gut. Verdammt, wir haben es diese Vollidioten geschafft, uns zu schlagen. Hä? Dann nehmt's halt. Scheiß Döner. Wer euch nichts drauf eingeht, den Anfängen. Genau! Merkt euch das! Du mit Keks! Warum sage ich gerade nix? Bin ich dumm oder so? Ob man Relikt bei Mann. Ich bin so froh. Ich hab's tatsächlich zurückbekommen. Es liegt daran, dass du mir geholfen hast, Schmünzer. Aber such den gescheiten Namen. Vielen Dank, Schmünzer. Musst du den Namen noch. Kannst du den Namen bitte noch öfter sagen? Ah ja, dabei mal kurz so eine kleine Story. Ich hab neulich vor ein, zwei Tagen erst wieder mit Fragezeichen-Man über Skype geredet. Also nicht dem Chillast-Lol, aber dem, von dem es den Namen hat. Und wir haben uns da die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn man das Haupt- und das Partner-Pokémon gleich nennen will? Da ich noch Mystery Dungeon Team Himmel für ein DS hatte, nicht angefangen hatte, weil ich mir nur wenige Tage später, weil ich nicht wusste, dass es das gibt, für die Wii U im eShop das geholt und Let's Played habe, habe ich es einfach mal getestet. Und da habe ich einfach beide Schmünter genannt und es kamen tolle Dialoge zustande. Ich meine, dann ist Schmünter, was in dem Fall ein Kanimani war, angekommen. Hey Schmünter, du heißt Schmünter. Wow, okay, ich nicht. Also jetzt nicht wortwörtlich, aber das war schon lustig. Ich bin dir wirklich dankbar. Ja, ich hab nur geholfen, weil ich zu viele Kadaver bedrüstet war. Ich glaub schon, ich meine, es ging um Döner. Ist aber auch gut, von wem geschätzt zu werden.
Das haben sie gestohlen. Das ist ein Reliktfragment. Naja, zumindest habe ich angefangen, es so zu nennen. Die meisten würden es wahrscheinlich einen verschimmelten Döner nennen. Aber dieses Reliktfragment, es ist mein wertvollster Schatz. An einem Tag habe ich mal keine Pfandflaschen gefunden, aber stattdessen verschimmelten Döner. Und der ist 3 Pfandflaschen wert. Und das fand ich toll. Und jetzt ist es mein Schatz. Weißt du, ich mochte schon immer Legenden und Sagen. Ich finde Geschichten aus der Vergangenheit so aufregend. Geht dir das nicht auch so? Versteckte Schatztruhen und seltsame Relikte. Unerforschte Orte, die von Dunkelheit umgeben sind. Mein Abstellkeller! Nee, warte, was? Und fremde Länder, die darauf warten, entdeckt zu werden. Und dann stellt man fest, dass es dort doch schon Ureinwohner gibt. Solche Orte müssen voller Gold und Schätze sein. Und Geschichte, wäre es nicht toll, geschichtliche Entdeckungen zu machen? Davon träume ich die ganze Zeit. Ich finde das wirklich aufregend. Und eines Tages in einer weit entfernten... Ja, nee, warte, was? Dann fand ich zufällig diesen verschimmelten Döner. Zugeben, es sieht nicht wertvoll aus, aber guck mal genau hin. Ich glaube, dieser Schimmel hat eine andere Farbe. Siehst du? Im Stand ist ein merkwürdiges Muster, nicht wahr? Ah, das ist schon so hart, dass er es als Stein bezeichnet, das Brot. Und das Muster, das nennt man Schimmel. Das stimmt, da ist ein merkwürdiges Muster und das sieht nicht appetitlich aus. So ein Muster habe ich noch nie gesehen. Wer wirft denn auch einen Döner weg? Die sind so nice, die Dinger. Dieses Muster muss eine besondere Bedeutung haben. Fragezeichen, Mann. Bist du Verschwörungstheoretiker? Ich sehe zumindest in dem Muster des Schimmels auf deinem alten Döner keine besondere Bedeutung. Jetzt verdient mir nicht ein Spaß. Dieses Reliktfragment muss ein Schlüssel zu sagenhaften Orten sein. Zu Orten, an denen kostbare Schätze liegen. Das sagt mir jedenfalls mein Gefühl. Kennst du das Sprichwort, von deinen Gefühlen getrogen werden? Ja. Darum will ich einem Erkundungsteam beitreten. Dieses Fragment muss irgendwo hineinpassen. Wo genau, das will ich rausfinden. Das kann ich dir sagen, das kann ich dir sagen. In die Biomülltonne! Ich will das Rätsel um mein Reliktfragment lösen. Daher wollte ich mich schon früher bei einem Erkundungsteam bewerben. Aber ich habe einen Rückzieher gemacht. Was ist mit dir, Schmülter? Was willst du jetzt machen? Also erstmal lasse ich mich umtaufen und dann... du hast dein Gedächtnis verloren und hast dich irgendwie in ein Pokémon verwandelt. Weißt du, wo du jetzt hingehen wirst? Ja, wie gesagt, zum Standesamt. Ich will mich umbenennen lassen. Falls nicht, kann ich dich dann um einen großen Gefallen bitten. Hier, der ist so groß. So groß, Leute. Könntest du dir vorstellen, mit mir ein Erkundungsteam zu gründen? Ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Erkundungsteam bilden können, Schmünter. Was sagst du? Bitte, meinetwegen, wenn du endlich deinen verschimmelten Döner wegwirfst, der stinkt. Was soll ich tun? Das kommt aus heiterem Himmel. Weiß nicht mal, was ein Erkundungsteam ist. Also, Schmünzer, das bildet sich vom Namen. Ein Erkundungsteam ist ein Team, das erkundet Regionen, in die noch nicht erkundet sind. Ergibt das Sinn? Alter, gab Todesleck. Was soll ich tun? Soll ich mit diesem Pokémon ein Erkundungsteam gründen? Was will ich? Meinst du damit, willst du mich überreden? Dich überreden, das... Nein, also ich bin schon echt der Feigling. Ehrlich, ich meine ja, ich dachte, ich sei auf dich angewiesen, Schmünzer, aber
während des Kampfes mit Smallfin, da hat es mich sehr ermutigt, dich dabei zu haben. Komm erst so lange du bei mir bist, Schmünter. Also komm schon, ich flehe dich an, lass uns Erkundungsziel bilden. Was jetzt schon wieder? Hatten wir das nicht gerade schon mal? Bist du dumm oder so? Ja, hallo? Schmeißt du deinen verschimmelten Döner weg? Nee, das ist mein Schatz. Was, aber... Hab weniger Angst, wenn du bei mir bist, Schmünzer. Bei dem Namen kann man keine Angst haben, da kriegt man immer einen Lachkram. Und du warst echt fantastisch, als wir gegen Smogon und sein Anhängsel, Alter. Rest in Peace, Zubat. Gekämpft. Da war mir klar, dass du kein gewöhnliches Pokémon bist, Schmünzer. Weißt du, woran das liegen könnte? Eventuell daran, dass ich dir bereits erzählt habe. Exakt, dass Schmünzer dir das erzählt hat. Er ist ein Mensch, du Keck. Daran könnte es wohl liegen. Ich bin überzeugt, dass du ein erstklassiger Erkunder wärst, Schmünzer. Also komm schon. Lass uns einmal Erkundungsteam bilden. Lass mich raten, du lässt mir keine andere Möglichkeit. Natürlich. Na stimmt, ich hab echt keine Ahnung, wohin ich gehen sollte, sobald ich beim Standesamt fertig bin. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Kann wohl nicht schaden, wenn ich mich bis erst mit Fragezeichen mehr zusammentue und ein paar Abonnenten schnorre. Sobald ich dann genug hab, tue ich so, als hätte ich ihn nie gekannt. LOL. Vielleicht das war ich irgendwann wer oder was ich bin. Du bist Schmünter und du bist ein Scheinux, also eigentlich ein Mensch, aber... Ja gut, okay. Spiel durchgespielt! Wenn ich bei diesem Pokémon bleibe. Das klingt so abwertend, Alter. Okay, abgemacht. Echt? Ich hab dich sicher nicht gezwungen. Wirklich? Du willst mit mir ein Erkundungsteam gründen? Yay! Wir werden ein großartiges Duo abgeben. Du wirst sehen. Merkel, wir schaffen das! Lass uns als erstes zu Knuddluft gehen und uns bei ihm als Lehrlinge anmelden. Dort müssen wir trainieren, um ein erstklassiges Erkundungsteam zu werden. Das Training wird mit Sicherheit sehr hart. Genau wie das Fladenbrot meines verschimmelten Dönes! Was habe ich eigentlich heute wieder? Aber lass uns trotzdem unser Bestes geben, Schmünzer. Yay, komische Bewegungen. Und ich würde sagen, ich will die Folgen eigentlich bei dem Projekt mehr so auf 20 Minuten halten. Aber warte. Und so kam es, dass Fragezeichen Man und Schmünter ein Erkundungsteam gründeten. Günther fand, wie sich herausstellen wird, gibt es in der Welt der Pokémon kein Standesamt. Und somit konnte Schmünter sich nicht umbenennen. Ah ja, außerdem war dies der erste Schritt zu vielen fantastischen Abenteuern, die sie noch erwarten. Auf der Suche nach einem Standesamt. Und hier endet die heutige Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Das war die Einleitung. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Warte, ich speichere jetzt. Ja, wie gesagt, ciao.